Moin Moin, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf Steam Deck Checker. Ich bin's, euer Fabian. Und heute zeige ich euch einmal Emo Deck auf den Asus ROG Ally. Ja, Emo Deck für das Asus ROG Ally ist noch im Early Access. Das heißt, das Ganze bekommt ihr noch nicht quasi kostenlos. Dazu müsst ihr momentan Patreon-Mann sein. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch das Ganze hier einmal runterladen. Ich speichere das hier gleich mal unter Downloads und dann können wir das Ganze auch schon mal starten, die Installation. So, dann starten wir doch mal die Installation. Er meckert jetzt hier natürlich rum, dass das Ganze problematische Datei sein könnte, aber da mache ich mir keine Sorgen bei den Kollegen von Emodeck. Und die Installation läuft soweit. Ja, während der Installation werden ein paar Sachen nochmal zusätzlich installiert. Da einfach natürlich dementsprechend einmal alles installieren. So, und dann müsst ihr euch einmal mit eurem Patreon-Account einloggen. Wie gesagt, ihr kriegt das Ganze momentan nur in Early Access. Kostet, glaube ich, momentan 3 Euro im Monat. Kann man, glaube ich, verkraften. Und dann loggen wir uns doch direkt mal mit Patreon ein. Ich mache es natürlich hier über meinen Google-Account. Natürlich, ob ich das erlauben will. Ich erlaube das Ganze, dass er mir den Token bereitstellt. Der wird dann hier angezeigt. Den kopiert ihr euch einmal ins Clipboard. Fügt den dort ein. Check Token. Und ja, Update wird nochmal installiert. Er hat nochmal was gefunden. Und dann geht es auch schon gleich los. So, jetzt zeigt er hier auch nochmal die letzten Änderungen an für das Windows Release. Dass man halt das Laufwerk nochmal ändern kann. Dann gibt es auch nochmal Einstellungsmöglichkeiten für die Ally Controls von Asus. Es Steam One Manager Fixes. Remove Gaming Mode und. Also die arbeiten da fleißig dran. So, dann gehen wir mal back to home. Wir wählen natürlich den Easy Mode aus. Wir wählen unser Laufwerk aus. Das dauert ein paar Sekunden. Wir wählen Laufwerk C aus. Das ist noch ein bisschen tricky. Musste ich auch immer schon mehrmals machen. So, next. Jetzt können wir unser Device wählen. Es kann natürlich auch sein, dass wir Windows hier auf dem Steam Deck nutzen. Aber wir nehmen unser Asus ROG Ally, gehen auf Finish. Und jetzt zieht er sich natürlich die ganzen Emulatoren. Ja, hier kann es natürlich auch noch weiterhin sein, dass er sich ein paar One-Time zusätzlich runterzieht. Hier gilt natürlich, wie ich immer so schön zu sagen pflege, zu allen Ja und Amen sagen, beziehungsweise klicken. Ja, und abschließend, nochmal ganz, ganz wichtig für das ROG. Wir brauchen 3 Schritte, damit das einwandfrei funktioniert. Wir sollen nämlich den Control Mode in den Control Center auf Gamepad stellen, damit das Ganze funktioniert. Ja, der Emodeck ist nämlich eigentlich benutzt, oder Emodeck ist ja eigentlich designt, um mit Steam Input zu arbeiten. Ja? Deswegen, wir müssen die Spiele über den Steam ROM Manager starten, damit das Ganze funktioniert. Und dann können wir unsere Games genießen. Natürlich habt ihr hier auch wieder die Möglichkeit, Cloud Sync zu aktivieren. Ich habe es erstmal noch nicht genutzt. Steht euch natürlich frei, das Ganze zu machen. So, und hier wird es auch nochmal schön erklärt. Das ist auch neu, das habe ich so noch nicht gesehen, wie man das Ganze macht, dass man halt über den Steam ROM Manager starten muss oder über Emulation Station, wenn man eine richtig große Bibliothek hat. Deswegen, jetzt könnten wir natürlich den Steam ROM Manager öffnen. Das überspringen wir erstmal, das machen wir dann im Nachgang. Und jetzt könnten wir hier auch nochmal wieder vieles, vieles einstellen. Das kennt ihr schon ein bisschen so von meinem anderen Emodeck-Video. Schaut mal rein, das ist prinzipiell genau dasselbe hier. Ja, und eure ROMs, die müsst ihr hier auch ablegen. Unter den Laufwerk C, dann Emulation und dann ROMs. Und natürlich in den BIOS-Ordner die entsprechenden BIOS- oder Firmware-Files. Ich zeige jetzt mal an dieser Stelle bei der Switch, da habe ich mir Legend of Zelda Breath of the Wild mal probeweise abgelegt, um das Ganze anspielen zu können. Und hier natürlich dementsprechend die passende Firmware und die Keys. So, dann starten wir doch einfach mal den Steam ROM Manager, um die Spiele, die wir halt in den Ordner reingepackt haben, auch zu adden. So, dann zeigt er auch schon dementsprechend an, ich würde alle Parsers aktiviert lassen. Geht ihr auf Preview, drückt Parse, dann rödelt er ein bisschen. Das kann natürlich dauern, wenn ihr ganz, ganz viele Spiele habt, aber ihr seht schon, ich habe hier nur Breath of the Wild. Ihr drückt auf Save to Steam, dann müsst ihr Steam nochmal neu starten. Also wie gesagt, Steam solltet ihr auf dem Walk Ally im Vorfeld installiert haben. Das ist nochmal ganz, ganz wichtig. Ja, und dann geht ihr in die Bibliothek unter Steam fremde Spiele und da findet ihr natürlich einerseits die Emulatoren und Zelda of Breath of the Wild
Und das spielen wir einmal ganz kurz an. Ja, und wie ihr hier seht, das Spiel läuft sehr, sehr gut. Ich habe jetzt natürlich keinen 60-Frames-Mod oder so draufgepackt, aber das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Englisch habe ich noch leider nicht umgestellt. Das müsste man noch mal umstellen in den Einstellungen von Yuzo. Dazu Yuzo einmal in Desktop-Modus über die Windows-Suche suchen, dort über die Einstellungen rein, die Systemsprache umstellen in den Settings und schon habt ihr auch die deutsche Sprache. Aber was soll ich sagen, das Spiel sieht grandios aus auf 1080p hier. Also Emodeck, ich freue mich auf den Asus ROG Ally, denn das Gerät hat dafür definitiv genug Power. Und ich habe es wieder gesagt, ROG Ally, es heißt natürlich Asus ROG Ally. Das wird wie gesagt zum Running Gag hier. Also das war mein kurzer Eindruck zu Emodeck auf den Asus ROG Ally. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr noch mehr Fragen zu Emodeck auf den Asus ROG Ally habt, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen und ich würde mich natürlich auch über ein Abo und ein Like freuen. Bis dahin sage ich nur, once you get a deck, you never go back. Ich bedanke mich fürs Einschalten.